Morgen, ich lese EUR leicht gemacht. Die Einnahmeüberschussrechnung, ein Lehrbuch für Studium und Praxis, zweite Auflage aus dem Ewald von Kleist Verlag. Geht schon so. Und im Teil fünftens Analyse und Ausblick. Bin ich angekommen bei Lektion 22, die betriebswirtschaftliche Auswertung. Fall 109, der Aufbau einer BWA. Der junge Unternehmer ist sehr angetan und bittet Sie um eine kurze Darstellung des Aufbaus einer solchen Auswertung. Die betriebswirtschaftliche Auswertung ist wie die Gewinnermittlung gegliedert. Sie beginnt mit den betrieblichen Erlösen. Von diesen wird der klassische Wareneinkauf abgezogen. Von diesen wird der klassische Wareneinkauf abgezogen. Nach Berücksichtigung sonstiger betrieblicher Erlöse, zum Beispiel Verkauf Anlagevermögen, ergibt sich der betriebliche Rohertrag. Der betriebliche Rohertrag spiegelt das Kernergebnis des Unternehmens, losgelöst von den operativen Aufwendungen, in Klammern Personal, Raum, Miete etc. wider. Aus den Positionen Erlöse und Wareneinsatz lassen sich bereits wichtige Rückschlüsse ziehen, wie erfolgreich das eigene Unternehmen arbeitet. Bei dem Marktangebot der eigenen Waren sollte der klassische gewerbliche Unternehmer immer mit einem Rohaufschlagsatz arbeiten. Für die unterschiedlichen Branchen existieren diese Sätze, die aus Erfahrungswerten abgeleitet werden. Der Rohaufschlagsatz setzt sich aus dem Verhältnis des Rohgewinns zum Wareneinsatz zusammen. Betriebseinnahmen minus Wareneinsatz ist der Rohgewinn. Und dann gibt es die Formel Wareneinsatz durch 100% geteilt durch Rohgewinn durch x. Beispiel: Erlöse 100.000, nee, 1 Million Euro, Wareneinsatz 300.000 Euro. Das gibt einen Rohgewinn von 700.000 Euro. Und in dem Fall ist es ein Rohaufschlagsatz von 233,33%. Und dann kann man das ausrechnen. Dieser Rohaufschlagsatz kann verwendet werden, um das eigene Unternehmen im Vergleich mit anderen Unternehmen des gleichen Geschäftsfeldes zu betrachten. Hier entpuppt sich allerdings auch ein gravierender Nachteil der Einnahmeüberschussrechnung. Der Wareneinsatz besteht nicht nur aus den Wareneinkäufen. Die Waren werden in der Regel noch gelagert, nicht sofort weiterveräußert. Diese Bestände werden jedoch in der Einnahmeüberschussrechnung nicht durch eine Inventur, in Klammer stichtagsbezogene wertmäßige Erfassung, Klammer zu, erfasst. Fortführung des obigen Beispiels. Warenbestände werden durch eine Inventur erfasst, in Klammern. Von den veräußerten Waren werden nur Waren im Wert von 150.000 Euro weiterveräußert. Und von den gekauften Waren, nicht von den veräußerten. Von den gekauften Waren werden nur Waren im Wert von 150.000 Euro weiterveräußert. 150.000 Euro sind noch im Lager. Korrigierter Wareneinsatz. Wareneinkauf. Warenbestand. Wareneinsatz. Also Wareneinkauf minus Warenbestand plus minus Wareneinsatz. Das gibt dann ich verstehe das nicht, wie die das ja aufgeschrieben haben. Auf jeden Fall kommt man auf einen Rohgewinn von 850.000 Euro, weil man nur 150.000 Euro abzieht.
Ach ja, das Ganze ist schon eine Gleichung. Man rechnet dieses x aus, da kann man nichts mehr ausrechnen. Dann kommt man zu einem x von 566%. Jetzt verstehe ich, wie das gemeint ist. Man muss den Rohraufschlagsatz ausrechnen, indem man die Gleichung löst. So, jetzt bin ich ein bisschen schlauer geworden. So, und dann hat man einen bereinigten Rohraufschlagsatz von 566%. Entweder Sie erstellen als einer Überschussrechner eine Schatteninventur, Sie erfassen nur für sich die Bestände ohne Buchhaltung oder Sie leben mit dem Manko, dass der ermittelte Rohaufschlagsatz nicht ganz korrekt ist. Die Entscheidung ist auch davon abhängig, wie groß der eigene Warenbestand ist. So, das Problem ist, ich verkaufe die Videos nicht, ich stelle die nur zur Verfügung und irgendwann kann man, so Gott will, und ich fleißig genug bin und das Ganze geguckt wird, Werbung schalten. Das heißt, mein Warenbestand, ist relativ hoch und deshalb ist der Wareneinsatz relativ niedrig. So, jetzt verstehe ich das langsam. Muss man sich ein bisschen angucken. So, es geht dann weiter mit einem Steuertipp in einem blauen Kasten. Steuertipp, die Finanzverwaltung arbeitet ebenfalls mit den Rohaufschlagsätzen. Diese werden bei Betriebsprüfungen verwendet. Es existiert eine untere und obere Spanne. Bewegen Sie sich in der Bandbreite, ist alles in Ordnung. Sollten Sie allerdings Ausreißer haben, beziehungsweise am oberen oder unteren Ende bewegen, sammeln Sie bitte Gründe, warum das so war. Ich habe gerade einen genannt. Ich verkaufe die Videos nicht. Die werden nur zur Verfügung gestellt unter einer Creative Commons Lizenz. Das heißt, andere dürfen die verwenden. Es bleibt aber trotzdem mein Eigentum. Das heißt noch lange nicht, dass man sie kostenlos verwenden darf. Ein Nachteil der Betriebsprüfung ist es, dass diese erst Jahre später stattfinden und oben und ob Sie dann auch noch wissen bzw. belegen können, was vor 5 Jahren war, ist fraglich. Ansonsten besteht die Gefahr, dass Ihnen nicht versteuerte Einnahmen unterstellt werden. So, bei mir ist das relativ klar nachzuvollziehen. Man sieht auch, wann ich was hochgeladen habe, kann ich auch nachweisen. Und ja, Kameras braucht man halt auch nur einmal. Und ich filme auch nur mit einer Kamera gleichzeitig. Nach Ermittlung des Rohertrags, was halt ist, es ist hier keine Eigentumswohnung, ich habe laufende Kosten, ich zahle Miete. Wenn ich ein eigenes Auto hätte, hätte ich auch hohe laufende Kosten. Zum Beispiel, ich fahre momentan Elektrofahrrad. Das ist vor allem hoher Anschaffungspreis. Die Strompreise hier sind jenseits von Gut und Böse. Ich weiß auch nicht, wie ich zu der Rechnung komme. Kann man aber nicht gegen vorgehen. Das sind die Stadtwerke, ist immer aussichtslos. Ja. Was ist hier noch an der Wohnung? Ja, es sind im Grunde genommen sind es ungefähr 900 € laufende Kosten im Monat. Da sind keine Einkäufe mit dabei. Und dann so ein Buch liest man zum Glück ein bisschen länger vor. Na, vielleicht sind es 1000. Ich habe ja auch gekocht und den Wareneinsatz muss man auch mitberechnen. Ich würde von 1000 € laufenden Kosten oder fast 1000 € laufenden Kosten ausgehen. Also ganz so billig ist das gar nicht, wenn man versucht, viele Videos zu drehen.
Das ist aber nicht der Rohertrag, das ist das Betriebsergebnis. Nach Ermittlung des Rohertrags werden die operativen Kosten, Miete, Personal etc. abgezogen. Die so ermittelte Differenz nennt sich Betriebsergebnis also. Das Problem ist, es liegen noch keine Einnahmen vor. Deshalb gibt es auch ein negatives Betriebsergebnis. Das heißt, hier wird Geld reingebuttert. Zum Schluss werden die sonstigen betrieblichen, in Klammern neutralen Aufwendungen, zum Beispiel Zinsaufwand, abgezogen und die neutralen Erträge, zum Beispiel Zinserträge, addiert. Dieses Ergebnis vor Steuern wird noch um gezahlte oder erhaltene betriebliche Steuern korrigiert und ergibt das vorläufige betriebswirtschaftliche Ergebnis. So, es geht dann weiter mit Fall 110, die betriebswirtschaftliche Einordnung. Tschüss, bis frühestens morgen.